Moin moin und herzlich willkommen zurück zu Starfield. Ja, wir waren jetzt hier letztes Mal stehen geblieben. Wollten Schiff ist irgendwie. frei. Los geht's. Genau, wir wollten hier abdocken. Was hatten wir genau gemacht? Stimmt, das ist ja die Vigilance. Stimmt. Wir hatten ja jetzt das eine Schiff hier da infiltriert, das Kreuzfahrtschiff. Und jetzt müssen wir wieder nach Griggs. Und da irgendwie wieder weiter undercover arbeiten. Wir haben jetzt auch insgesamt, glaube ich, drei Schiffe. Wir haben auf jeden Fall ein Gefängnisschiff irgendwie bekommen. Ja, Mann, frisch von der Sternenrutsche. Nice. Und wollen jetzt hier mal andocken. Ich bin aber auch neugierig, wie das dann aussehen wird, wenn wir hier weiterhin. Präzise angedockt. So muss das sein. Wenn wir hier ja undercover sind, wann die das eigentlich rausfinden werden. Ich gehe schon stark von aus, die werden das rausfinden. So. Ich vertraue Schilden nicht. Mein Schiff hat vorsichtshalber Geheimfächer. Sein Schiff hat Geheimfächer? Kann man sowas aufmachen? Also ich würde auch Geheimfächer haben wollen. So, mit ihr müssen wir Alles wieder klar, reden. Jess. Was hast du für mich? Wie es scheint, wird der Comspike auf der UC-Sternenstation SY-29 entwickelt. Position geheim. Fantastisch. Und wie finden wir sie dann? Unser Schmuggelkontakt schuldet uns noch einen Gefallen. Du weißt, wen ich meine. Unseren Freund auf Jamison. Stimmt, Jess. Ich kümmere mich darum. Okay, sprich mit Neva. Alles klar, Neuling. Nächster Halt, New Atlantis. Dein Kontakt ist Huan Dayu. Sie hat die meisten der Premium-Schmuggelrouten der UC abgeriegelt. Wenn du sie nicht verärgerst, sollte sie dich an der SY-29 Security vorbeischmuggeln können. Aber pass auf deine Finger auf, wenn du ihr die Hand schüttelst. Wir wissen schon, wie man mit ihresgleichen umgeht. Klingt, als wäre es nützlich. Muss ich mit Ärger rechnen? Premium-Schmuggelrouten? Definitiv. Wir reden von Frachtdepots, Sternenwerften, Forschungsstationen und, wie bei SY-29, militärischen Außenposten. Bislang hatte noch kein neuer Spieler so viele Kontakte. Das ist der Grund, warum wir sie überhaupt ins Boot geholt haben. Ich weiß nicht, wie sie das geschafft hat. Bei manchen Orten haben wir uns jahrelang die Zähne ausgebissen. Muss ich mit Ärger rechnen? Du bist in der Fleet. Mit Ärger musst du immer rechnen. Was aber Huan betrifft... Obwohl sie ein eher neuer Kontakt ist, solltest du mit ihr keine Probleme haben. Okay, klingt, als wäre sie nützlich. Das hoffe ich, weil sie womöglich unsere einzige Chance auf ein akzeptables Entschlüsselungsgerät ist. Sobald dich Huan an den Wachhunden vorbeigelotst hat, musst du den Comspike ohne Hilfe finden. Laut unseren Daten befindet er sich im Prototyp-Stadium. Das heißt, es sollte in der Station nur ein einziges Exemplar vorhanden sein. Kurz, machst du ihn kaputt? Kaufst du ihn? Ich werde Ihnen in einem Stück irgendeine Ahnung, wie das Teil aussieht, wenn er sich nach noch in der Prototypphase befindet. Woher wissen wir dann, dass er überhaupt funktioniert? Wir haben für die Info ganz schön was hingelegt. Bestimmt funktioniert er. Und wenn nicht, wird es eine gewisse Quelle beim Mast mit einer äußerst angepissten Neva zu tun bekommen. Und das wäre dann das Ende der Geschichte. Bring du einfach die Tech hierher, ich erledige den Rest. Oh, und noch was. SY-29 gehört dem UC-Militär. Das bedeutet Bewachung durch schwere Truppen. Und wir beide wissen, dass diese Idioten keinen Spaß verstehen. Wenn du die Hütte in eine Schießbude verwandeln willst, dann nimm lieber ein ganzes Arsenal mit. Du wirst es mit Sicherheit brauchen. Dir ist es also egal, ob ich mich durchballere? Wie wird mich Juan in die Station bringen?
Sie kann dich durch die Vordertür reinbringen. Sie werden glauben, dass du zu einer regulären Versorgungslieferung gehörst. Für den nächsten Teil werden du und Juan die Köpfe zusammenstecken und einen Plan austüfteln müssen. Mhm. Dir ist es also egal, ob ich mich durchfordere. Machst du Witze? Die UC haben auf unsere Rücken bereits ein riesiges rotes Fadenkreuz gemalt. Kippe und seine Freunde bei Sysdev werden nicht ruhen, bis wir tot sind. Die kannst du nicht weiter gegen uns aufstacheln. Verwandle den Laden in ein Sieb, wenn du willst. Hol nur diesen Comspike raus. Okay, verstanden. Perfekt, das höre ich gern. Ich schicke jemanden per Grafsprung vor und arrangiere ein Treffen in Case Place auf dem Unterdeck. Währenddessen sorge ich dafür, dass Jazz was wegen des Problems mit der elektromagnetischen Atmosphäre auf Bannock 4 einfällt. Oh, okay. Du sorgst dafür. Wohl eher betrinkst dich, während Jazz die ganze Arbeit macht. Die Privilegien höherer Ränge, Schatz. Wir reden später darüber. Und du, verschwinde von hier und komm erst zurück, wenn dieser Comspike in deinem Frachtraum ist. Alles klar. Wir reden später. Die zwei finde ich irgendwie super. Ich mag die beiden irgendwie. Die Frage ist, ich habe so das Gefühl, wir können uns immer noch entscheiden, für welche Seite wir hier arbeiten, agieren. Ob wir die Vigilance hier, also Kipwe, verraten und die UC Sysdev. Oder ob wir hier seinen Auftrag... So ein blöder Name. Ja, also, dass wir entweder Kipwe oder die Dingens hier, die Crimson Fleet, verraten. Spaß gemacht. Was jetzt? Ja, jetzt erstmal hier wieder, auf dem Pilotensitz. Wir wollen jetzt los. So. Ich kam jetzt nicht drauf. So, abdocken. So, wo muss ich, in welche Richtung? Da nach unten, ne? Da. Alpha Centauri, da freue ich mich schon wieder. Habe ich nicht irgendwie noch andere Privilegien oder sowas hier auf Jemison? Keine Schmuggelware. Alles abgeschlossen. Viel Spaß in New Atlantis. Jo, danke schön. Ich glaube, es wird gleich dunkel. Das Systems News Network, SNN, ist die führende Rundfunknachrichtenorganisation der Galaxie. Ich hoffe, die müssen keine GEZ-Gebühren zahlen. Da wäre mir tatsächlich lieber ein bisschen Werbung, lieber. So. Jetzt muss ich da nochmal hin. Zum Raumhafen. Okay. Tschüss, Sarah. Ich finde super, wie die da einfach dann rumsteht. So, da lang. Da muss ich hin. Wieder ins Unterdeck. Da waren wir schon lange nicht mehr. Manchmal ist das
eben einfach so. So, da nach oben müssen wir, zu der Dame. So, es muss ich... Es ist immer schön, neue Gesichter zu sehen. Du bist hier jederzeit willkommen. Ich glaube, hier muss ich nicht hin, um da hochzukommen. Ah, hier. Aus dem Weg! Warum sind hier auf einmal so viele Menschen? Ich glaube nicht ans Beten. So, Juan Dayu. Ich nehme an, du bist Neivas Neuzugang. Ich bin vielleicht neu, aber ja, aber ich habe Pläne. Hey, ich habe einen Namen, Maxius. Meinst du nicht Neuling? Ah, du bist unter Piraten wohl saloppere Umgangsformen gewohnt. Aber im Herzen von New Atlantis sollten wir uns bemühen, den Schein zu wahren. Ich kann mir hier so etwas nicht leisten. Das wäre schlecht fürs Geschäft. Hm? Ich bin vielleicht neu, aber ich habe Pläne. Wer hat das nicht? Funkt mir nur nicht bei meinen dazwischen. Ich fliege SY-29 regelmäßig an. Ich habe also schon die nötigen Genehmigungen. Neva sagt, dein Ziel ist ein UC-Gerät. Um das zu kriegen, muss ich dich an Bord bringen. Das geht, aber ich habe Bedingungen. Na, großartig, noch mehr Regeln. Regeln fördern Vertrauen. Und ohne Vertrauen kann ich nicht mit dir arbeiten. Ich will ganz offen sein. Damit das funktioniert, machen wir es auf meiner Art mit meinem Schiff. Du bist Mitglied meiner Crew. Aber sobald du auf dem Schiff bist, liegt alles in deiner Verantwortung. Diese Route ist äußerst lukrativ. Ich werde sie auf keinen Fall opfern. Sarah Morgan, es geht um mehr als nur deine Route, verstanden? Ich habe auf das zusätzliche Feuer gezählt. Wenn etwas schief geht, verziehst du dich einfach? Wie treu bist du der Fleet? Ich würde das hier mal ausprobieren. Es geht um mehr als nur um deine Route. Wir sind entschlossen, auf diese Station zu kommen. Mit oder ohne deine Hilfe. Ich weiß, dass das wichtig für Delgado ist. Ich weiß auch, dass er mich sofort töten würde, um das zu kriegen, was er will. Ich lege nur Grenzen fest, um sowohl meine Interessen zu schützen, als auch Delgados zu dienen. Wenn du bereit bist, komm zu meinem Schiff. Es ist die Jade Swan. Und bereite dich auf eine lange Reise vor. Wenn du erstmal auf der SY-29 bist, kannst du nicht so leicht wieder gehen. Wie oft dockst du an der Station an? Ich weiß gerne, mit wem ich es zu tun habe. Erzählst du mir etwas über dich? Verständlich. Aber ich muss mich bedeckt halten. Je mehr andere über dich wissen, desto mehr Macht haben sie über dich, weißt du? Interpretiert, das verstehe ich. Ich erzähle auch nicht gern von mir. Man muss jemanden haben, dem man vertraut. Es wäre für die Mission hilfreich, gegenseitig unsere Stärken und Schwächen zu kennen. Du hast recht, ich will das nur wissen, um die Informationen gegen dich zu verwenden. Ja, komm, wir machen natürlich, das. Natürlich, aber Stille ist viel wert. Man kann über eine Person einiges lernen, wenn man ihr bei der Arbeit zusieht. Reden verschleiert die Wahrheit. Jedenfalls, danke für das Gespräch. Delgados Leute sind sonst eher redescheu. Aber konzentrieren wir uns auf die Mission. Für Kneipengeschichten und Narbenvergleiche ist Zeit, wenn die Kneipe uns gehört und die Narben verheilen. Okay, wie viel weißt du über den Auftrag? Nicht viel. Soll dich auf die SY-29 bringen und möglichst wieder raus. Allerdings könnte ich besser helfen, wenn ich weiß, worum es geht. Aber das überlasse ich dir. Neva sagt, du brauchst die Details nicht wissen. Ach, in Ordnung. Wenig zu wissen ist im Zweifel auch was wert. Wenn ich erwischt werde, habe ich nichts zu verheimlichen. Okay. Wir reden auf dem Schiff. Ja, gut. Gehen wir mal dahin. Wo ist denn Sarah jetzt? Von wo hat die hier gesprochen? Da ist sie. Okay, also die steckt dich hier irgendwo fest. Auch interessant. Was ist das hier? Informationen? Nee, danke. Zu New Atlantis brauche ich nichts Neues wissen. So, Raumhafen.
Also wir sind dann jetzt erstmal Teil einer neuen Crew. So wie ich das jetzt verstanden habe. So. Das ist auch ein interessantes Schiff. Ist größer als meins. Auch von Stroud und Eklund haben die hier Sachen geklaut. Okay, das ist gut versteckt. Warte mal, ich muss mir das mal ansehen. Hier, das ist alles. Alles für Fracht. Sieht für mich auch nach einem Klasse C Raumschiff aus. Sieht definitiv nach Klasse C aus, auf jeden Fall. Aber ich würde den auch haben wollen. Okay, da haben wir den Grafantrieb. Autsch. Alles okay? Das war ein krasser Sprung. Das war einfach nur runterspringen, ja? Jade Swan. So, warte. Ich will mir das Raumschiff hier mal ansehen. Oh. Credits nehme ich aber mit. Okay, das ist wahrscheinlich eine Docking Station. Hier geht es nochmal runter. Wo geht's da lang? Hey. Wer bist du? Crewmitglied der Jade Swan. Also dieses Schiff mag ich. Das würde ich gerne für mich haben wollen. Wirklich. Das ist richtig geil gebaut worden. Hier geht es sogar nochmal nach oben. Hi. Niemand kann die Crimson Fleet stoppen. Jo, danke schön für die Info. Naja, hier, das Schiff ist ja richtig geil. Kann ich es übernehmen? Howdy. Kann ich es übernehmen? Kann ich es klauen? So, hier ging es ja einmal nach oben. Hier ging es aber auch einmal nach unten. Ne? Und da, die Seite hatten wir auch noch nicht. Okay, hier schlafen die. Zumindest zwei. Hier schlafen auch nochmal zwei. Wo führt's dahin? Also, ich muss ehrlich sagen, ich mag das Schiff. So, da ging gerade irgendwo noch runter. Hier. Jetzt will ich wissen, wo es hier weitergeht. Okay, hier gibt's nicht mehr. So, dann gab's da vorne irgendwo noch eine Leiter.
So, hier. Okay. Muss ich wirklich dann so die Leiter nehmen? Nein. Komm. Ja, okay. So, kann ich hier klauen? Immunstimulanz, isotopische Nährstoffe. Ja. Es ist kein Clown. Entartetes Quarksgewebe, Vitinium. Das war jetzt kein Clown. Ich habe jetzt einfach mal 16.000 Gewinn gemacht. Ja, was? In Ordnung. Ein paar Hinweise noch. Wenn wir am Kontrollpunkt sind, wird das UC-Militär uns anfunken. Lass mich reden. Tu so, als seist du ein Stück Fracht, wenn es sein muss. Ich habe Übung darin, den Mund zu halten. Das sollte kein Problem sein. Ich halte die Klappe wie eine gut gesicherte Kiste. Okay, aber ich werde nervös, wenn ich nicht reden kann. Ah, das soll kein Problem sein. Das hätte ich auch nicht erwartet. Ich versichere dir, dass uns Delgado den Job nicht umsonst gegeben hat. Wir sind Profis. Naja, das sagt mehr über deine Kollegen aus, als über dich. Aber hab schon verstanden. Wie ich schon sagte, sobald wir unterwegs sind, gibt es kein Zurück, bis der Job erledigt ist. Wenn du vorher noch etwas zu erledigen hast, dann tu das. Und wenn du noch Fragen hast, dann raus damit. Nö, ich bin bereit, los geht's. Gut, dann mach's dir gemütlich. Wir brechen sofort zur SY-29 auf. Crew, bereit zum Start. Sorgeantrieb und Grafantrieb mit Energie. Alle Systeme bereit. Okay. Wir machen einen Grabsprung von hier. Mach dir keine Sorgen um dein eigenes Schiff. Die Fleet wird sich darum kümmern. Du kannst die Zeit nutzen, um dich vorzubereiten. Lass aber während des Flugs meinen Piloten in Ruhe. Ist schon in Ordnung, Captain. Ich habe schon öfter beim Gehen Kaugummi gekaut. Multitasking kann ich. Klingt, als würdest du gerne eine Doppelschicht einlegen. Captain, ich ziehe meine Aussage zurück. Fürs Protokoll, ich mag Kaugummi nicht einmal. Na gut, bring uns einfach sicher hin. Verstanden. Warte mal, ich will mir das mal richtig ansehen, so. Wir fliegen ja jetzt mit ihm. Wir sind ja jetzt hier nur Passagier. Okay, der macht jetzt einen Grafsprung. Hallo. Dies ist eine gesicherte UC-Militärzone. Identifiziert euch, sonst werdet ihr als feindlich eingestuft. Blütenstern. Wo ist denn das? Blütenstern, okay. Blütens Rock. Ah, okay, hier das kleine Ding. Und hier waren Mahnenstern, hatten wir ja auch noch. Hier, da waren wir aber noch nicht. Noch nicht in Sirius und auch noch nicht in The Pub. Da müssen wir auch noch hin. Hier spricht Captain Juan Dayu. Frachtschiff ID UC-793A. Bitte um Erlaubnis zum Andocken. Identität bestätigt. Schiffscan wird eingeleitet. Hallo. Andockbucht 2 ist bereit zum Docken. Ey, das will ich mir auf jeden Fall ansehen, wie das da jetzt aus der Perspektive aus. Howdy. Okay, also ich muss mir das wirklich mal ansehen, so wie das aussieht. Okay, wir sind drin. Hör zu, die Station ist riesig und überall gibt es Kontrollpunkte. Um da durchzukommen, brauchst du eine Militäruniform.
Und eine Uniform kriegst du nur in der Kaserne. Durch die Luftschächte solltest du dahin kommen. In der unteren Ebene ist ein Wartungszugang. Da gibt es auch ein Intercom, über das du mich erreichen kannst. Wenn du eine Uniform hast, solltest du relativ problemlos einen Lift zum Kommandodeck finden können. Aber wenn deine Deckung auffliegt, bin ich raus. Keine Sorge, wir werden keinen Verdacht schöpfen. Dann wirf am besten schon mal den Grafantrieb an. Kannst du mir nochmal das zu den Kontrollpunkten sagen? Was ist mit diesen Lüftungsschächten? Also wenn ich nicht weiterkomme, kann ich dich irgendwie erreichen? Ja, solange du keinen Alarm ausgelöst hast. Wie gesagt, ich halte einen Kanal offen. Du musst nur ein Intercom finden. Okay. Was ist mit diesen Lüftungsschächten? Das hier ist eine Sternenstation. Es gibt reichlich Schächte, in die du kriechen kannst. Es ist eine alte Taktik, aber sie hat sich bewährt. Okay, kannst du mir noch mal was zu den Kontrollpunkten sagen? Außerhalb der Laderäume ist nur Militärpersonal erlaubt. Deshalb musst du in die Kaserne und dir eine Uniform besorgen. Okay, keine Sorge, sie werden keinen Verdacht schöpfen. Das will ich hoffen. Aber wenn doch, können wir uns dann immer noch darum kümmern. Fürs Erste musst du das Intercom in der Station finden. Dann reden wir weiter. Okay, mal gucken, wie ich das jetzt hinkriege. So, ich bleib lieber in der Perspektive. Nochmal Credits, nice. Wo ist denn der Ausgang gewesen? Ja, jetzt ernsthaft, wo war denn der Ausgang? Da. Da ist es. Nach dir, Captain. Jo. Gelange in die Kaserne und finde eine Uniform. Gehörst du zu Jade Swan? Bleib im Frachtbereich und halte dich von der Kaserne fern. Ja, alles klar. Mach deinen Job. Halt dich zurück und es gibt keine Probleme mit mir. So. Ich habe keine Ahnung. Gelange in die Kaserne und finde eine Uniform. Die Frage ist, wo ist noch der Frachtraum? Wo ist, Frachtführer? Hey! Hi! Ich würde gern wissen, wo ich hin muss. Wo finde ich die Lüftungsschächte? Hier ist noch eine Docking Station. Es gibt sehr, sehr viel Arbeit, aber es ist nie genug. Von da kam ich. Wo finde ich die Lüftungsschächte jetzt ernsthaft? Ah, okay. Ja, ja, ja. So, Intercom. Hier spricht Captain Juan Dayu. Ich bin im Laderaum, wollte mich nur melden. Und du hast das Intercom gefunden. Soweit, so gut. Wenn ich mich nicht irre, sollte die Wartungstür direkt vor dir sein. Wenn du sie aufkriegst, kann ich dich am ersten Kontrollpunkt vorbeischleusen. Ich sehe, was ich tun kann. Es gibt viele Wege, eine verschlossene Tür zu. Gibt es einen anderen Weg, an einen Schlüssel zu kommen? Ich sehe, was ich tun kann. Mach mir keine Sorgen. Du kriegst das schon hin. Jedenfalls führt die Tür zu den Luftschächten. Klettere durch die Schächte nach oben in die Kaserne und such dir eine Uniform. Ah. Mit der Uniform passierst du den Kontrollpunkt und gelangst zu den Aufzügen. Wir reden weiter, wenn du das Kommandodeck erreicht hast. Okay, also von hier komme ich...
Also von hier komme ich ans Dings ran. So, warte mal. Erstmal will ich schauen. Der hier würde definitiv passen. Dann würde der hier auch noch hier passen. So, dann wie sieht's damit aus? Der kann hier passen. Nee. Der hier vielleicht. Da passt mir was nicht. Ah. Im Schlossknacken kommt wohl nur Wladimir Soll an dich ran. Okay, ich weiß jetzt nicht, ob ich hier rein darf. Sarah, eine Xenoraupe, okay. Was macht hier eine Xenoraupe? Sarah, kommst du? Sarah. Wir müssen hier hinter nochmal zumachen. Sind aber auch dicke Lüftungsräume hier. Nein! Wie haben die mich hier sehen können? Warte mal, habe ich jetzt verkackt? Sarah. Also. Ha, du bist lächerlich. Sarah, hör auf. Ja, komm. Wir laden nochmal neu. So, wo waren wir? Ich glaube, das hier war das. Mit dem automatischen Speichern. Ich will das eigentlich schon gerne jetzt vernünftig hinkriegen. Ohne entdeckt zu werden. Ja, mal gucken. Gehörst du zur Jade Swan? Bleib im Frachtbereich. Sarah. Sarah? Wenn es okay ist, würde ich gerne... Beeil dich. Ja, du wartest hier bitte. Ich glaube, so ist besser, wenn wir sie dann hier einmal warten lassen. Halt! Hier hat nur SY-29 Militärpersonal Zugang. Ah, okay. Ich versuche mal überzeugen. Die Regeln sind die Regeln. Kein Militär, kein Zugang. Mhm. Ich brauche nicht lang. Gib mir nur 5 Minuten. Es spielt keine Rolle. Mir egal, ob du auch nur einen Schritt hinter diese Linie trittst und dann umdrehst. Du brichst immer noch das Protokoll. Hm? Komm schon, tu mir den Gefallen. Ist schon okay, der ranghöchste Offizier auf der Station will den Kontrollpunkt sowieso abschaffen. Es gibt noch mehr Kontrollpunkte. Es stört sicher niemanden, wenn du eine einzige Person reinlässt. Stimmt. Mit dir zu reden ist fast schon der größere Ärger. Hm? Es ist ein Notfall, wirklich. Ich muss nur schnell in die Kaserne und meine Uniform holen. Ja, hier kann man sich wirklich verlaufen. Geht ganz schnell, versprochen. Vielleicht, wenn du schnell machst. So,
bin auf einer wichtigen Mission. Die Verzögerung sorgt nur noch, für noch mehr Ärger. Ist schon okay, der Rang. Das ist ein Notfall, wirklich. Wenn du schnell machst. Ja, wir haben ihn überzogen. Okay, meinetwegen. Ist ja gut. Aber mach schnell. Das gilt auch für deine Begleitung. Jo. Okay, nice. Wo muss ich hin dafür? Da lange. Hey, kein Zutritt für Unbefugte. Ich bin befugt. Ich bin gleich wieder da. Es gibt immer eine Ausnahme. Und wer zählt als befugt? Ich bin gleich wieder da. Und zwar in Uniform, will ich hoffen. Ja, die Uniform liegt doch da. Nein! Warte, Experte, ich kann den schon knacken. Okay, da ist eine Uniform, würde ich sagen. Gibt es hier noch mehr Uniformen? Die Station wirkt sicher. Es sieht so aus, als könnte ich hier vielleicht noch mehr. Ja, könnte ich. Das ist delikate Ausrüstung hier oben. Ich finde, der Commander sollte dich mit was weniger Richtigem betrauen. Deiner Karriere beispielsweise. Zum Halten ausrüsten. Okay, nice. Was haben wir denn da? Noch eine veredelte Aeon? Eine Leiterplatte, Hochgeschwindigkeit, okay. Ich guck mal, ob ich hier vielleicht sogar für Sarah nochmal eine finde. Fernglas. Sarah braucht ja auch noch eine Uniform, deswegen. Dann würde ich sie gleich abholen gehen. Kleidung. Kleidung von Tier. Kleidung von Tier. Frontier. Schön Schreibfehler auf jeden Fall. UC Navy Crew. Zieh ich mal an. Sieht auch nicht schlecht aus. Also wir brauchen noch für Sarah eine Uniform. Als Kind habe ich Heilpaste gegessen. Und jetzt guck mich an. Marine auf einer UC-Sternstation. Freut mich für dich. Brauch noch eine Uniform. Eine Uniform noch, ja? Ich weiß jetzt nicht, ob das, wie heißt das Outfit nochmal? Warte ich hier, Fenrich. Fähnlich Akasaka. Es ist nicht stehlen. Da stand jetzt nicht stehlen drauf, also... Wo finde ich jetzt noch eine Uniform? Sch-
schon eigentlich hier. Warte mal, ich speichere vielleicht einmal. Hier. Schnell speichern. Bevor ich das hier knacke. So. Oh, hier sind drei Dinger. So, ich würde den hier nehmen. Und das mal hier hinpacken. So, der könnte hier passen. Der könnte hier passen. So, der könnte hier tatsächlich auch hineinpassen. Wenn ich den hier hinsetze. Und dann den. Nee, der muss schon hier hin. Sagen wir mal so. Was wäre mit dem hier? Warte mal. Der passt noch hier rein. Nice, okay. So, der passt noch hier rein. Ja! Okay, nice. Und da haben wir noch ein Outfit für Sarah. Fähnlichen Gatter hinzugefügt, nice. So, dann können wir jetzt Sarah abholen. So. Ich finde das cool, wie wir aussehen jetzt. Wir brauchen viel Fracht, damit deine Sohn. Wenn es okay ist, würde ich gerne möglichst bald mit Admiral Logan reden. Ja. Ich trage nur Luxusgüter. Kleiner Scherz. Okay, hier, ich habe hier was für dich. Warte mal. Admiral Logans Büro. So, oh, eine coole neue Unterhose haben wir jetzt. Aber wenn ich das jetzt mal so mache, kann ich das... Wenn es okay ist, würde ich gerne... Dann zeig mal her. Ja, hier, Kleidung. Ich kann dir die eine Uniform nicht geben, ne? Ich kann dir das hier geben, warum wir auch immer ein Ekliptik-Dings da haben. Warum kann ich die andere Uniform nicht geben? Admiral Logans Büro. Ja, egal, zieh ich das an. Müsste ganz in der Nähe sein. Gehen wir. Ja, Sarah, dann bleibst halt hier. Dann laufe ich halt alleine. So viele Kisten. Sieht aus, als müsste ich noch eine Geschichte. Ich wäre zwar lieber im Kampfeinsatz, aber eine solche Station zu sichern ist extrem wichtig. Wo soll's hingehen? Ich muss mich auf das Kommandodeck zum Dienst melden. In Ordnung. Vermerke Freigabestufe Fähnrich. Hat deine Begleitung dieselbe Freigabe? Klar. Unser Commander hat uns ja beide geschickt. Dann dürft ihr beide passieren. Wo ist deine Uniform, Sarah? Wenn es okay ist, würde ich... Ausgezeichnet. Dann soll sie mitkommen, also... Wenn sie so passieren darf, dann soll sie halt mit.
So, ID-Kartenleser. Ich wundere mich aber, dass ich jetzt nicht hier als... Finde ein Intercom, um mit Juan zu sprechen. Da haben wir ein Intercom. So. Hier spricht Captain Juan Dayu. Ich hab's vom Kommandodeck geschafft. Gut. Und ich höre keinen Alarm und keine Warnungen. Sehr gut. Wenn du eine Uniform hast, dann zieh sie an. So fällst du nicht auf. Ich weiß nicht, was genau du suchst, aber da ist sicher noch ein Kontrollpunkt. So weit unten brauchst du womöglich einen Passcode. Optionen haben wir viele. Wir müssen nur die auswählen, die am besten für uns passt. Optionen haben wir viele. Wir müssen nur die auswählen, die am besten für uns passt. Okay. Wenn du dich gut kennst, kennst du auch den besten Weg. Wenn ihr zwei euch verkleiden wollt, versucht es im Sicherheitsbüro. Oder ihr umgeht einfach die Kontrollen. Ich schalte erstmal ab. Wir reden weiter, wenn du dein Ziel gefunden hast. Reicht das, was ich hier habe? Metabolikum gibt's hier? Kann ich mich einfach random umziehen oder wie? Ich brauche deinen Zugangscode, Marine. Ich muss mich verlaufen. Ach ja. Vielleicht solltest du dir von deinem befehlshabenden Offizier eine Karte zu deinem Posten zeichnen lassen. Könnte helfen. Okay, ich muss, ich muss ihm mehr klauen. Oh, Medipack, nice. Was gibt's denn hier noch? Einsteigerkoffer, okay. Sarah, mach die Tür zu. Oh, gibt's hier noch was? So, der Digi-Dietrich nehme ich auch noch mit. Noch ein Digi-Dietrich. Warum haben die so viele Digi-Dietriche? So. Du hast also Erfahrung damit. Ja, mittlerweile. So, die Sicherheit von den Dingern ist aber auch nicht mehr gegeben, gewährleistet, sagen wir so. So, ich gehe von aus, dass das hier hin muss. Und das hier hin. Perfekt. Knacke 15 Schlösser, Nachname A bis H. Nachname L bis P. Und Q bis Z. So, warte mal. Vielleicht muss ich auch eine andere Uniform anziehen, eine höhere. Ist das eine höhere? Hier sind zwei. Hier sind auch zwei. Keine Ahnung, wie hoch das jetzt ist. Ob das jetzt besser bewertet wird, die Uniform. Was ist mit ihm? Ah, noch ein Lüftungsschacht. Aber ich lasse das mit dem Lüftungsschacht mal sein. Versuche jetzt noch einmal so. Ich brauche deinen Zugangscode, Marine. Ich habe einen Code. Gut für ihn recht, anders hören.
Welchen brauche ich jetzt? Oder warte mal. Wenn ich jetzt nochmal schnell speichere. Für den Fall, dass ich es verkacken soll, dann kann ich nochmal laden. Ich brauche deinen Zugangscode, Marine. Hier. Gut für ihn recht, anders hören. Ich versuche mal damit. Tut mir leid, aber der Code ist falsch. Ich brauche deinen Zugangscode, Marine. Ich habe einen Code. Gut für ihn recht, anders hören. Dann QE211E. Tut mir leid, aber der Code ist falsch. Ich brauche deinen Zugangscode, Marine. Ich habe einen Code. Gut für ihn recht, anders hören. Danke, Fähnrichen Garter. Ihr zwei seid wohl zusammen hier. Wir gehören derselben Einheit an, ja. Dann dürft ihr beide passieren. Okay, nice. Das wird... Alter, wie cool sieht das aus hier. Commander Natara, Testflüge für die neuesten Prototypen sind startbereit. Verstanden, Lieutenant. Starterlaubnis erteilt. So müde. Muss mal wieder gut schlafen. Wie ist denn das? Zurück auf deinen Posten, Fähnrich. Ich mag nicht, wenn jemand auf meinem Schiff herumlungert. Ja, ja, okay, okay. Ich bin auf dem Weg. Ich kenne dein Gesicht nicht, Fähnrich. Bist du neu? Ja, ich bin neu. Ich muss mich hier noch orientieren. So. Projekte. So. Swollen. Okay. Wartet die Sicherheitsfreigabe für Technikstation 4 auf? So, wo muss ich da mit hin? Gib mich einen Weg markieren. Achso, hier. Hä? Ach nein, ich bin noch nicht fertig hier. Projekte, Comspike. Sicherheitsfreigabe aufwerten. Ah. Comspike Vorhaben. Track-Genehmigungen. Okay, wieder in die Richtung. Interessant, wo der mich wie hinführt hier. Dr. Vogel hat mehr Personal angefordert. Es hat wohl einen Unfall gegeben. Dieser Doktor macht immer nur Probleme. Schon wieder ein Unfall? Sollten wir uns um die möglichen Informationslecks Sorgen machen? Nein, solange wir keine handfesten Beweise haben, behalten wir einfach den Laderaum im Auge. Fürs Erste habe ich Dr. Vogel angewiesen, mich zu informieren, wenn er verdächtig war. Jo, okay, jetzt nochmal runter. Ich bin jetzt neugierig, was wir hier jetzt genau holen. Also dieses Ding. Die Crew ist an Bord. Bereit zum Abflug. Optional finde einen Intercom, um mit Juan zu sprechen. Haben wir hier nicht ein Intercom? Da haben wir ein Intercom. Dayu hier. Fracht ist nahezu entladen. Wir fliegen bald ab. So. Aber ich bin doch die Fracht. Ohne mich fliegst du nirgendwo. Na dann, so übel war es gar nicht. Wie bitte, du fliegst wirklich ab? Ohne mich fliegst du nirgendwo hin? Na dann, so übel war es gar nicht. Wir waren ein gutes Team. Wenn nur alle meine Jobs so reibungslos ablaufen würden. Ich kann allerdings eine Weile im Orbit bleiben. Ich muss Delgado ohnehin benachrichtigen, wenn du es nicht von der Station schaffst. Aber wie es aussieht, musst du dir selbst einen Weg dort raussuchen. Du steckst aber nicht fest. Auf einer Station von der Größe kannst du mit Sicherheit ein anderes Schiff stehen. Als Mitglied der Crimson Fleet kriegst du das doch hin, oder?
Vielleicht, ich bin schon so weit gekommen, ich kann hier unbemerkt rauskommen. Keine Sorge, niemand ist besser als ich. Ich dachte, wir ziehen das zusammen durch. Ich werde das von dem Ärger in deine Richtung lenken müssen. Hast du noch einen Rat? Ich weiß nicht, was ihr sucht, aber ich nehme mal an, es ist ein Wissenschaftler. Ein Laborkittel könnte helfen, um hier nicht weiter aufzufallen. Mhm. Ich bin schon so weit gekommen, ich kann hier unbemerkt rauskommen. Okay, also die ist jetzt weg? Ja, toll, super. Das heißt, ab jetzt sind Sarah und ich auf uns allein gestellt hier, oder was? Ja, toll. Dann würde ich sagen, machen wir hier aber in der nächsten Folge weiter. Und vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart. Ich bin's, euer Max Deus und ciao!